Ja, herzlich willkommen. In diesem Video sprechen wir über das Thema trigonometrische Polynome. In der ersten Frage wollen wir zunächst mal ein trigonometrisches Polynom skizzieren. Ja, so ein trigonometrisches Polynom besteht aus einer komplexen Zahl, hier 3 plus 4i, und der komplexen e-Funktion, also e hoch ix. Gut, wie sieht das Ganze aus? Wir haben bei x gleich 0, haben wir einfach e hoch 0, also 1, also einfach 3 plus 4i. Wir zeichnen also einfach die komplexe Zahl 3 plus 4i. Das wären hier also auf der reellen Achse 3, auf der imaginären Achse 4. Und wir hätten diesen Zeiger, ja, zur komplexen Zahl 3 plus 4i. Gut, was passiert jetzt, wenn wir nicht an der Stelle x gleich 0, sondern an einer anderen Stelle schauen? Also skizzieren wir nochmal das Koordinatensystem. Und wir schauen jetzt an der Stelle x gleich Pi halbe. Ja, also die Stelle x gleich 0 wissen wir. Das ist dieser Fall. Was passiert jetzt x gleich Pi halbe? Ja, und zwar hat dieses x zufolge eine Drehung. Ja, Drehung um x. Mehr passiert hier nicht. Das heißt, wir drehen um Pi halbe das Ganze und kommen hier auf unseren neuen Fall. Ja, also hier haben wir den Winkel Pi halbe. Also wir drehen hier um x. Das, was wir also einsetzen für x, das ist unsere Drehung. Ja, das sehen wir nochmal. Gut, das heißt, der neue Wert in unserem Fall wäre also hier bei minus 4 und hier in der Höhe bei 3. Ja, da wäre der neue Punkt, wenn wir um 90 Grad drehen. Was passiert nicht? Der x-Wert verändert nicht die Länge. Ja? Also wir wissen, e hoch ix hat für alle x die Länge 1. Ja? Und wenn wir jetzt die komplexe Zahl damit multiplizieren, müssen wir also einfach, um die Länge zu bestimmen, den Betrag der komplexen Zahl uns anschauen. Ja? Und der verändert sich hier nicht, deswegen ist die Länge des Falls gleich. Ja? Und dass e hoch ix die Länge 1 hat, das haben wir im Themenbereich der komplexen Zahlen schon besprochen. Okay, das ist also ein trigonometrisches Polynom. Jetzt bei Frage 2, warum nennen wir das trigonometrisches Polynom? Ja, dafür schauen wir uns nochmal eine Polynomfunktion einmal kurz an. Wie sieht diese Struktur aus? P von x ist gleich a0 x hoch 0 plus a1 x hoch 1 plus a2 x hoch 2 und so weiter. Ja? Wenn wir jetzt etwas haben, was eine ähnliche Struktur hat, dann kann man das ja auch Polynom nennen. Ja? Also gucken wir uns das an, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt eine Funktion, die hat eine komplexe Zahl, nennen wir sie c unten minus 1, mal eix hoch minus 1 plus c0 mal eix hoch 0 plus c2 hier mal als Beispiel, oder machen wir c1, c1 mal eix hoch 1 plus c2 mal eix hoch 2 und so weiter. Ja? Und die Struktur ist ähnlich. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben hier mal a0, 1, 2, 3. Wir haben hier eine komplexe Zahl, die durchnummeriert wird. Ja? Und oben haben wir eine reelle Zahl, die durchnummeriert wird. Hier eine komplexe Zahl, die durchnummeriert wird. Und wir haben diese Struktur mit dem Hoch. Hoch 1, hoch 2, hoch 3, die haben wir jetzt auch, hoch minus 1, hoch 0, hoch 1, hoch 2. Und das x, das haben wir auch. Ja, wir haben hier immer das x stehen und bei uns haben wir e hoch ix. Das heißt, dass man dieses Konstrukt ja auch ohne weiteres Polynom nennen kann, ja, weil die Struktur die gleiche ist. Jetzt natürlich nur die Frage, warum trigonometrisches Polynom? Ja. Da e hoch ix
gleich Cosinus x plus i mal Sinus x nennen wir das Polynom trigonometrisches Polynom. Ja? Und die Struktur ist dann f reelle Zahl nach einer komplexen Zahl, fr nach c. F von x ist gleich Summe k gleich minus n bis n ck mal e hoch i kx. Ja? Und das ist ein trigonometrisches Polynom. Ja, dann dritte Frage. Gibt es neben der Zeigerdarstellung, die wir oben gezeigt haben, gibt es da noch eine weitere Möglichkeit, so ein trigonometrisches Polynom sich anzuschauen? Und wie können wir diese Darstellungsform einfach erstellen? Gut, wir sehen hier schon ein Bild. Das heißt, ich hoffe, Sie erinnern sich daran, dass Sie das in der Vorlesung gesehen haben. Ja? Also, wir können einen Graphen erstellen. Ja? Graphen vom Real- und Imaginärteil. Mittels eines Automaten. Ja, also was machen wir? Wir lassen den Zeiger laufen und zeichnen parallel dazu den Sinus und den Cosinus. Ja? Und diese Kurven, die dadurch entstehen, die kann man verwenden, um so ein trigonometrisches Polynom auch darzustellen. Ja? Gut, dann Frage 4. Welche Eigenschaften haben trigonometrische Polynome? Ich möchte jetzt nicht nochmal die komplette Vorlesung, die dazu gelaufen ist, wiederholen, sondern einfach nur zusammenfassen, welche Eigenschaften sind es. Also einmal Periodizität. Ich glaube, das erklärt sich auch sowieso von alleine, dass alle 2π wieder der gleiche Wert auftaucht. Ja, das ist ja ein Einheitskreis. Ja. Und da Sinus und Cosinus 2π periodisch sind, erklärt sich das, glaube ich, von alleine. Ja? Also wir alle 2π kommt der gleiche Wert wieder. Dann gibt es Symmetrien. Und zwar kennen Sie das auch von den ganz normalen reellen Funktionen. Wenn f von minus x gleich f von x ist, dann ist die Funktion gerade. Und wenn f von minus x gleich minus f von x ist, dann ist die Funktion ungerade. Und da gibt es noch eine Eigenschaft, da werden wir gleich nochmal was zu sagen, ist die Orthogonalität. Und das ist einfach, wenn ich von 0 bis 2π e hoch i kx integriere, kommt da 0 raus. Ja? Gut, dann Frage 5. Wie müssen die Koeffizienten sein, sodass das trigonometrische Polynom gerade oder ungerade ist? Ja, also diese Eigenschaften wollen wir jetzt mal gucken, wie das genau aussieht. Und wie müssen die Koeffizienten sein, damit die Funktion lediglich rein reelle Werte annimmt. Auch hier schreiben wir nur auf, wie es sein muss. Wenn Sie sich dann nochmal vertieft mit auseinandersetzen wollen, dann bitte nochmal in die Vorlesung schauen. Also gerade, wie sieht das da aus? Da muss immer c minus k gleich ck sein für alle k's, ja? Von 1 bis ja, dann ein Beispiel dazu. Das ist 3 plus 4i mal e hoch minus ikx plus 2 plus 2i plus 3 plus 4i mal e hoch ikx. Also was muss hier gleich sein? Das 3 plus 4i muss übereinstimmen. Ja. 2 plus 2i, also dieser Wert c0, der ist egal, der kann beliebige komplexe Zahlen sein, aber die müssen jetzt alle gleich sein. Ja? Wann ist etwas, wann ist das ungerade? Was muss da gelten? Da muss c minus k gleich minus ck sein, auch wieder für k gleich 1 bis n. Auch hier ein Beispiel zu, machen wir wieder 3 plus 4i mal e hoch minus ikx, jetzt plus 0 plus natürlich minus 3 plus 4i mal e hoch ikx. Also was muss hier
gelten, das hier muss jetzt hier negativ sein. Also machen wir vielleicht nochmal das Minus hier. Ne? Das muss also negativ sein. Und das C0 muss 0 sein. Dann ist es ungerade. Dann noch die zweite Frage. Wie ist das mit den reellen Werten? Also reelle Werte. Das muss sein, falls CK gleich konjugiert Komplexe von C minus K ist. Ja? Und das für K 0 bis N. Warum ist das so? Ja, vielleicht hier eine kleine Skizze. Wenn wir jetzt uns mit den Zeigern die komplexen Zahlen einmal anschauen. Wir haben hier die komplexe Zahl Z und dazu die konjugiert komplexe Zahl Z quer. Wenn wir die jetzt aneinander packen, ja, also wir verschieben Z hier in den Endpunkt, das ist also jetzt Z quer, dann sehen wir, okay, wir kommen auf einen reellen Wert. Das funktioniert natürlich nur, wenn also das CK, was die Drehung linksrum macht, wieder rückgängig gemacht wird durch das C minus K. Ja. Schreiben wir das nochmal auf. Also ja, für Z plus Z quer liegt der Wert auf der reellen Achse. Ja. Die Drehung durch CK muss durch C minus K rückgängig gemacht werden und das geht nur, wenn CK gleich C minus K konjugiert ist. Ja? Das haben wir hier gesehen. Wir haben hier um einen Winkel Phi gedreht. Wir wissen, die Konjugierte dreht genau um den Winkel Phi in die andere Richtung. Und Z quer, wenn die gleich lang sind, dann kommen wir auf den reellen Wert. Deswegen müssen die gleich lang sein. Immer die gleichen Zahlenpaare. Ne? Also C2 muss gleich C minus 2 sein und so weiter. Ja, dann Frage 6. Welchen Wert nimmt für ganzzahlig K und L das Integral 0 bis 2 Pi e hoch i kx mal konjugiert e hoch i l x dx an? Auch das wollen wir jetzt nicht nochmal komplett herleiten, sondern nur aufschreiben, wie die Werte sind. Ja? Also schreiben wir auch für die trigonometrischen Monome gilt. Integral von 0 bis 2 Pi e hoch i kx mal e hoch i lx konjugiert dx ist gleich 2 Pi, falls k gleich l und ansonsten 0. Ja, also nur wenn k und l gleich sind, dann kommen wir 2 Pi raus, ansonsten ist es 0. Und das ist die Orthogonalität. Ja, wenn Sie da nochmal genau was zu wissen wollen, schauen Sie bitte nochmal in die zugehörige Vorlesung rein. Ja, zum Abschluss noch ein Beispiel. Aufgabe 16. Ein trigonomisches Polynom ist gegeben durch c minus 1 gleich 4, c0 gleich 2 plus i und c2 gleich 5i. Sowie f von x. Skizzieren Sie in Zeigerdarstellung f von 0 und f von pi Viertel. Okay, also f von x sieht erstmal folgendermaßen aus. 4 mal e hoch minus ix plus 2 plus i mal e hoch 0 ix können wir also weglassen, das ist 1, plus c2, also plus 5i mal e hoch 2 ix. Gut, fangen wir an. F von 0, wie sieht das aus?
Wir haben als erstes den Winkel von 0, ne? Das heißt einfach 4 mal e hoch 0 ist 1, also einfach 4. Das ist jetzt der Fall, bis 4. Dann kommt 2 plus i dran. 2 plus i, wir gehen also 2 nach da, das sind wir bei 6, und 1 nach oben, wir sind hier bei i, also bis hier. Das ist das 2 plus i. Und dann kommt noch 5i mal e hoch 2x dazu, also 5i mal e hoch 0. Das heißt, wir gehen hier bis 5i hoch. Und wir bewegen uns nicht in x-Richtung, das heißt einfach gerade nach oben. Gut, das ist also das Ganze für f von 0. Jetzt machen wir das für f von Pi Viertel. Wie sieht das aus? Negativen Bereich lassen wir mal weg. Und wir drehen um Pi Viertel. Also wir setzen ein 4 mal e hoch minus i Pi Viertel. Da das Minus davor steht, drehen wir um minus Pi Viertel, den Zeiger von 4. Ja, den drehen wir also um einen Winkel von Pi Viertel nach unten, das sind 45 Grad. Die Länge von 4 bleibt gleich. Ja? Also hier Winkel Pi Viertel. Länge des Zeigers ist 4. Was passiert mit dem grünen Pfeil? Wie dreht der sich? Der dreht sich gar nicht, weil das ist ja mal e hoch 0. Das ist also egal, was ich für x einsetze. Das heißt, 2 plus i bleibt in der Ausgangslage erhalten. Geht also 2 nach rechts und 1 nach oben. Kein Unterschied, schreiben wir hier 2 nach rechts, 1 nach oben. Und jetzt haben wir noch den Pfeil, der um 5 nach oben gegangen ist. Was passiert mit dem? Der dreht um 2 mal Pi Viertel. Also um Pi halbe, das heißt genau um 90 Grad. Das heißt, er zeigt jetzt um 5 nach links. Ja? Also 5. Von der Ausgangslage hat er gedreht um 2 mal Pi Viertel um Pi halbe. Sie haben gesehen, wenn ich minus ix habe, drehe ich im Uhrzeigersinn. Bei plus ix drehe ich gegen den Uhrzeigersinn und immer genau das, was bei dem Exponenten noch dabei steht. Also wenn da einmal i x steht, dann drehe ich den Winkel einmal. Bei zweimal Pi Viertel in dem Fall, bei dreimal würde ich dreimal Pi Viertel drehen. Ja, und das die komplexe Zahl, die dann immer rauskommt, die haben wir jetzt einmal hier, das ist f von 0. Und hier haben wir f von Pi Viertel.